Da kommst du nie drauf, Zinzi aus Marzahn feiert ihr TV-Comeback. Die Fragen, mit denen Johannes B. Kerner seine Gäste löchert, hat sich so wohl noch niemand gestellt. Die Antworten darauf sollen zwei Promi-Teams liefern. Das Wichtigste in Kürze, Johannes B. Kerner stellte besondere Menschen, ungewöhnliche Orte und allerlei Kurioses vor, in der Sendung und in Einspielfilmen. Die Diskussionen und Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort sollten launig und unterhaltsam sein, die Auflösung getreu dem Motto der Show, da kommst du nie drauf. Bei den Frauen traten Ilka Bissin, bekannt als Zinti aus Marzahn, Gloria von Thurn und Taxis und Natalia Wörner an. Bei den Herren waren es Jorge Gons A mit Akut Leeds, Joachim Lambi und Kawajanar. 45 Uhr, damit verabschieden wir uns und wünschen Ihnen eine gute Nacht. 21.43 Uhr, damit liegen die Männer richtig. Sie erspielen insgesamt 24.000 Euro für den guten Zweck. Eine ordentliche Leistung. "22 Uhr, Sie glauben, ein Teenager habe hineingepinkelt. 40 Uhr, 2014 entschied die Stadt Bortland über 140 Millionen Liter Trinkwasser aus einem Reservoir ablaufen zu lassen, weil Fragezeichen müssen die Männer nun den Grund erraten. 21.38 Uhr, in dieser Liga geht es nicht nur darum, Tore zu schießen. Es zählt auch, welche Mannschaft wie viele Pfunde verliert. Dafür werden die Teams regelmäßig gewogen. Die verlorenen Pfunde werden dann in Tore umgerechnet. Die Frauen tippen jedoch leider falsch. "37 Uhr, was ist das Besondere an einer britischen Fußball-Liga, in der erstmals Anfang 2016 Spieler ausgetragen würden?", lautet die Frage. 36 Uhr, die Frauen bekommen eine Fußballfrage. 21.35 Uhr, das letzte Duell des heutigen Abends steht bereits an. Es geht für jedes Team um 10.000 Euro. "21.27 Uhr, dann wird es kurz ganz still im Studio. Denn Franz Huber schluckt das krummste Schwert der Welt. Bilder möchten wir Ihnen an dieser Stelle ersparen. Kinder, bitten nicht. Nachmachen, ruft Lambi noch. Beim ZDF wird Jugendschutz ganz groß geschrieben. 21.20 Uhr, hinter der Garage ist ein Bunker zu finden, der Platz für 200 Menschen bietet.
1000 Quadratmeter umfasst das Areal. Die Damen liegen richtig und verbuchen derzeit. €7.500 auf dem Konto. Uhr. Die Damen sollen nun erraten, was sich hinter einer Doppelgarage in Karl-Urft verbirgt. Ich wollte schon immer mal dorthin. Ist jemand hier, der mich mit nach Karl-Urft? Nehmen kann? Scherzt bis in.